Hallo Leute und willkommen bei Timon. Heute machen wir wirklich was richtig Cooles. Wir werden kein Stück Metall wie früher gießen, sondern eine Kopie von einem Schwert von Skurim. Den werden wir heute aus Aluminium gießen. Das war wirklich schwierig, Leute, aber das haben wir geschafft. Zuerst müssen wir natürlich dieses Schwert auf einem Stück Holz aufmalen. Also ich glaube, das sieht schon mal gut aus. Wir werden ein paar Löcher reinbohren, damit wir dann mit der Stichsäge reinkommen. Einige Löcher haben wir nicht komplett durchgebohrt. Wir müssen nämlich eine Einkerbung an den Seiten von Schwert reinfräsen. Und erst jetzt können wir es komplett rausschneiden. Es sieht jetzt ein wenig quadratisch aus, wie in Minecraft. Naja Leute, wir müssen irgendwas damit machen. Lasst uns anfangen. Ach ja Leute, es war jetzt nicht einfach mit der Handarbeit, das alles rauszuschneiden. An dem Griff müssen wir schöne Muster reinstanzen, so wie in Skurim. Ich weiß nicht, ob wir es so schön schaffen wie im Spiel, aber wir werden es versuchen. Leute, wenn wir es heute schaffen, werde ich vielleicht was richtig Schwieriges probieren. Einige von euch haben mir bereits in den Kommentaren vorgeschlagen, ein Torhammer zu gießen. Naja, langsam sieht es wirklich aus wie ein Schwert. Aber wir müssen ihn natürlich weiter abschleifen. Mit einer Bohrmaschine mussten wir auch nachhelfen. Jetzt schleifen wir ihn mit einem Schleifgerät. Weiter kommt die schwierigste Arbeit, Leute. Dieses Stück Holz müssen wir jetzt in eine Form bringen. Wir müssen eine spezielle Mischung obendrauf streuen und richtig festklopfen. Die Form sollte natürlich genauso wie das Schwert auch sein. Schaut euch das an, es ist wirklich anstrengend, das zu machen. Wir mussten immer wieder versuchen, Leute, wir haben ungefähr 5 Versuche unternommen. Jetzt müssen wir die zweite Seite machen. Ich hoffe, dass das auch der letzte Versuch ist. Wir holen ihn vorsichtig raus. Und ja Leute, es sieht jetzt eigenermaßen gut aus. Auch wenn jetzt kleine Unebenheiten zu sehen sind, die werden wir später abschleifen. Diese Form ist wirklich anspruchsvoll. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, Leute. Wir werden jetzt ein paar Löcher reinbohren. Durch diese Löcher soll der Druck abgelassen werden. Metall werden wir auch durch so ein Loch reingießen. So Leute, wir haben jetzt 3 verschiedene Kanäle gebaut. Ich hoffe, dass das Metall sich schön säuberlich überall verteilt. Wir machen jetzt langsam die Form zu. Jetzt werden wir Aluminium schmelzen. Na Leute, wer errät, was wir gerade hier schmelzen, hä? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Ach ja Leute, unser Schild von Captain America hat immer noch nicht die gewünschte Like-Zahl bekommen.
Anscheinend wollte er ihn gar nicht in Farbe sehen. So Leute, lasst uns den Schlag abschöpfen und dann werden wir die schwierigste Form gießen, die wir bis jetzt gemacht haben. So Leute, wir holen jetzt vorsichtig unseren Gefäß raus. Los geht's! Aufgeblasen wurde? Ich glaube, wir haben Aluminium viel zu heiß gemacht. Das ist nicht gut. Oh Leute, schaut, wie viel Aluminium noch oben zu sehen ist. Der kühlt sich ziemlich schnell ab. An den Seiten ist er bereits fest, nur oben unter der Mitte ist er noch weich. So Leute, erst beim zweiten Versuch haben wir es geschafft, ordentliche Form zu machen. Also Leute, wir haben es auch beschlossen, wenn wir es beim zweiten Mal nicht geschafft hätten, dann hätten wir es auch gelassen, nicht so wie beim Captain America Schild. Den haben wir 5-mal gegossen. Das ist sehr demotiviert, Leute, wenn diese Form einfach nicht klappen will und wir immer wieder neue machen müssen. Aber den hier haben wir beim zweiten Versuch gemacht. Irgendwann werde ich es schaffen, gleich beim ersten Versuch alles gut zu machen. Also Leute, unser Schwert sieht richtig gut aus. Jetzt müssen wir ihn nur noch abschleifen. Alles, was nicht dazu gehört, wird jetzt abgeschnitten. Mit kleinen Fräsen werden wir jetzt überschüssiges Metall wegfräsen. Noch dazu wollte ich im Inneren des Schwertes einen Muster machen. Nach ein paar Tagen müsste das Metall dunkler werden. Dann hätten wir es wirklich geschafft, den Zug zu machen wie im Spiel. Naja Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das Schwert so aussieht wie im Spiel oder nicht. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Zum Herrichten und Abschleifen haben wir über 3 Stunden gebraucht. Wow Leute, seht euch dieses Schwert an. Welchen Namen hat es verdient, hä? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das Schwert nennen sollen. Schaut mal hin, Leute, wie schön der geworden ist. Also meiner Meinung nach ist er wirklich schön geworden. Wenn man ihn mit meinem Bronzeschwert vergleicht, ist er natürlich viel zu leicht. Wie ein Feder ist er dagegen. Dafür sieht er besser aus als Bronzeschwert, meint ihr nicht? Wisst ihr was? Jetzt werden wir ihn testen. Ich bin gespannt, ob ich damit irgendwas durchstechen kann. Mit dem Schild von Captain America sieht es wirklich cool aus, oder? Und jetzt kommen die Tests, Leute. Naja, die Gurke ist zwar platt, aber naja, lasst uns irgendwas durchstechen. Wir nehmen einen Kürbis her. Ich muss euch eins sagen, Kürbis ist ziemlich festes Gemüse. Nicht so wie Wassermelone oder so. Naja, zielen muss ich noch lernen, Leute. Aber wir sehen es, dass unser Schwert ziemlich scharf ist. Noch dazu ist das Kürbis ziemlich leicht. Naja, und zum Finale machen wir das hier. Also, wie man sieht, funktioniert unser Schwert und sieht dazu richtig schön und gut aus. Naja Leute, diese Rubrik hängt natürlich von euch ab. Wenn ihr mich unterstützen wollt und diese Rubrik weiterhin sehen wollt, dann liked das Video Leute und teilt es unbedingt mit euren Freunden. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis bald!